Wir wollen euch erstmal einen groben Überblick geben über die Themen, die dann hier aufkommen. Genau, das schauen wir uns entsprechend auch an, was wir euch mitgebracht haben. Und zwar gehen wir erstmal darauf ein, was gibt es da für Begrifflichkeiten zum Thema Designsysteme, was steckt denn da eigentlich dahinter? Warum ist es sinnvoll, ein Designsystem zu haben und mit welchen Herausforderungen müssen wir hier auch rechnen, wenn wir ein Designsystem erstellen und auch einführen im Unternehmen? Dann ist es natürlich wichtig zu gucken, wer betreut eigentlich das Designsystem. Da gibt es eben bestimmte Ansätze zu gucken, dass das gut entsprechend abgedeckt ist und im Unternehmen verankert. Das schauen wir uns an. Dann ist natürlich auch ein interessanter Punkt, wie sieht die Toolchain aus? Welche Tools können wir hier einsetzen bei der Erstellung und eben ja, Verwendung des Designsystems? Und dann im weiteren Teil gibt es auch die Fragestellung, wann macht es denn für mich oder in unserem Unternehmen Sinn, ein Designsystem zu erstellen und einzuführen? Und welche Prozesse kommen da denn auch mit, wenn wir letztendlich ein Designsystem haben, damit es sicher auch verankert werden kann im Unternehmen? Und wie Nicole auch schon gemeint hat, gerne dann auch die Fragen am Ende stellen und auch schon währenddessen im Chat schreiben. Verständnisfragen gerne sofort, wenn was nicht klar ist von dem, was wir vorstellen und eure spezifischen Fragen dann am Ende. Und hier interessiert uns natürlich auch, was ihr so an Vorwissen mitbringt, was so eure Knackpunkte sind bei dem Thema, welche Fragen an euch gerichtet werden, gerade wenn ihr auch im selben Bereich arbeitet. Gut, dann stelle ich mich kurz vor. Ich bin Senior UX Consultant bei User Interface Design in Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart. Ich arbeite seit mehr als 15 Jahren im Bereich User-Centered Design. Meine Schwerpunkte in dem nutzerzentrierten Gestalten sind Analyse, Konzeption und Evaluation von User Interfaces für verschiedene Branchen, Schwerpunkt auch Industrie und Enterprise. Und in den letzten Jahren ist eben genau dieses Thema Designsysteme, wie können wir ein konsistentes Design über unterschiedliche Produkte hinweg sicherstellen, was dann auch letztendlich die Marke repräsentiert, immer stärker geworden. Und deswegen begleite ich das hauptsächlich auch beratend, also gerade das Ganze um die Thema, ums Thema Prozesse, welche Prozesse müssen wir aufsetzen, welche ja, Teams und Verantwortlichkeiten müssen wir klären und wie können wir auch sicherstellen, dass es dann letztendlich im Unternehmen verankert wird. Genau, ein weiterer Schwerpunkt ist eben das Thema Moderation und Konzeption von Trainings und mit unserer zweiten Marke Changeitas begleiten wir eben auch Kunden bei Transformationsprozessen und so ein Transformationsprozess kann eben auch sein, wenn man ja, UX-Design-Prozesse im Unternehmen einführt und dann eben auch andere Strukturen entsprechend anpasst. Gut, dann übergebe ich an Jasmin. Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor. Hallo zusammen, mein Name ist Jasmin Hellmann. Ich bin Senior UX Designer bei UID am Standort Willi Carina in Ludwigsburg. Ich arbeite bei UID seit etwas mehr als über 7 Jahre, auch in der nutzerzentrierten Gestaltung von UIs, von Konzeption übers Visual Design, was auch ein Stück weit mein Schwerpunkt ist, bis hin zur entwicklungsbegleitenden Beratung. Viele unserer Kundenprojekte laufen über Jahre und wir begleiten die Teams beim Kunden oder auch unsere Entwicklungsteams in der Gestaltung ja, der Anwendung über einen langen Zeitraum. Die Branchen, in denen ich tätig bin, sind Automotive, Industry und Medical, aber hauptsächlich auch im Industriekontext. Gerade auch mit Carina habe ich gemeinsam einige Projekte, wo wir uns auch ja, fachlich ergänzen. Genau. Vor meiner Zeit bei UID habe ich Gestaltung studiert an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, wo ich auch seit 2020 einen Lehrauftrag in der Grundlagen der Gestaltung habe. Genau, soweit zu mir. Damit wir auch grob wissen, ja, wer von euch was an Erfahrung mitbringt, haben wir eine kleine Frage mitgebracht und wir stellen euch drei Aussagen vor. Und da wäre es super, wenn ihr uns eine kurze Reaktion geben könntet, hier direkt über Meet, genau, Google Meet, wenn ihr dann einfach bei dem entsprechenden Thema die Hand heben könnte, dann haben wir eine grobe Einschätzung, welche Vorerfahrung ihr mitbringt. Ich stelle kurz die Aussagen vor, die drei. Und zwar, die erste Aussage ist, ich möchte gerne wissen, was ein Designsystem ist. Das heißt, ihr habt noch keinerlei Vorerfahrung mit dem Thema.
Das zweite ist, dass ihr sagt, wir haben zwar noch kein Designsystem, überlegen aber eins einzuführen. Das heißt, ihr habt da auch schon ein bisschen Vorwissen. Oder ihr habt selbst im Unternehmen Designsystem oder wenn ihr eben auch UX-Designer seid, ihr habt auch selbst schon eins aufgesetzt und möchtet noch mehr darüber erfahren. Genau, ich muss mal gerade gucken. Genau, die erste Aussage, genau. Wer möchte denn gerne wissen, was mal grundlegend ein Designsystem ist und hat jetzt selbst auch noch keins unbedingt aufgebaut? Genau, das schauen wir doch mal. Genau, 4 von euch, ne? Also gut, Nicole auch, genau. Genau, bring das mit, wunderbar. Also das ist auch sehr stark darauf ausgerichtet, dass ihr eben heute die Basics erfahren könnt. Das passt sehr gut. Dann die zweite Aussage, ihr bringt vielleicht schon mehr Vorwissen mit und überlegt jetzt auch, selbst eins aufzusetzen oder auch einzuführen. Genau, das sehe ich gerade. Ja, 1, 2, 3. Genau, es sind so 3, also genau, 4, 3 und dann vielleicht noch den letzten. Ihr habt schon ein Designsystem und möchtet jetzt einfach noch tiefer einsteigen und mehr erfahren. Ah ja, okay, das ist doch, das ist eher der Großteil. So. Okay, gut, wunderbar. Also vielleicht nur als Hinweis, wir fangen tatsächlich erstmal mit den Basics an und gehen dann vielleicht auf spezifischere Fragen am Schluss ein. Genau, damit auch alle im Prinzip im Thema ankommen und auf demselben Stand sind. Gut, wunderbar. Dann lasst uns loslegen mit dem ersten Thema. Genau, mit dem ersten Punkt. Also was ist überhaupt ein Designsystem? Was sind die Begriffe, die im Rahmen eines Designsystems vorkommen? Also vorneweg erstmal, es gibt nicht die eine Standarddefinition von einem Designsystem, wie auch dieses Zitat zeigt. Auch gerade deswegen haben wir mal für uns und auch ein Stück weit jetzt dann auch in den folgenden Slides für uns zusammengefasst, was wir darunter verstehen. Ist natürlich auch für uns interessant, vielleicht im Nachgang zu erfahren, gerade wenn viele im Termin sind, die auch schon mit einem Designsystem arbeiten, was vielleicht ihr darunter versteht oder wie ihr es auch für euch definiert habt, weil wir eben auch festgestellt haben, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Genau, wir starten mit dem größten Begriff, dem Brand Identity Design System. Das Brand Identity Design System umfasst vieles oder alles. Es bezieht nämlich alle unternehmensrelevanten Medien und auch Kommunikationskanäle mit ein. Also dazu zählen auch gedruckte Medien, wie beispielsweise Briefbögen, klassische Kommunikation, Visitenkarten, Flyer, Plakate oder auch Jahresberichte, aber auch alles rund um Messen und Firmenausstellungen. Oder auch die Bespielung von Social-Media-Kanälen ist in einem Brand-Identity-System definiert. Worauf wir jetzt heute unseren Schwerpunkt legen, ist das digitale Designsystem, auch kurz DDS. Wir kümmern uns heute darum oder auch in unserem Berufskontext alles, was quasi die digitalen Produkte betrifft, also wie Websites, App oder auch andere Softwareanwendungen. Nun, was ist ein digitales Designsystem? Also ein Designsystem ist vor allem erstmal ein Werkzeug, mit dem Design und Entwicklung gemeinsam Produkte umsetzen können. Es gilt als Single Source of Truth, also die eine Quelle der Wahrheit, die alle Elemente umfasst, die das Design der Marke ausmachen und die auch das Produktteam benötigt, um die digitalen Projekte zu entwerfen und dann auch umzusetzen. Es ist also ein klares Rahmenwerk oder soll ein klares Rahmenwerk sein mit Richtlinien, Prinzipien, und auch wiederverwendbaren Komponenten, was gerade ja im digitalen Bereich sehr, sehr wichtig ist. Das Designsystem ist vor allem eine lebendige Dokumentation. Das heißt, es ist zentral verfügbar, also nicht ein statisches PDF, was man sich mal runterlädt, sondern es ist zentral verfügbar, am besten natürlich dann online, immer stets auf dem aktuellen Stand und auch von der Beschreibung her eindeutig. Wir fassen unter einem Designsystem verschiedene Kernelemente zusammen. Das sind zum einen mal die Designprinzipien, wie man sie vielleicht auch in einem klassischen Style Guide finden würde. Darunter kommen natürlich Farbe, Typografie, Grafiken, Logos, aber auch so Dinge gerade wie Sound oder auch Motion Design. Was hier vielleicht der gewisse Unterschied ist zu einem Style Guide. Ein Style Guide kann natürlich auch systematisch aufgebaut sein, aber genau das ist an einem Designsystem sehr, sehr wichtig. Der systematische Aufbau von dem Design, dass es eben entsprechend
systematisch gestaltet wurde und auch entsprechend skalierbar weiterentwickelbar sein kann. Da beziehen wir uns immer auf das Atomic Design, wo ich nachher auch nochmal später ein bisschen detaillierter darauf eingehen möchte. Aber jetzt mal noch weiter zu den Kernelementen. Wir sehen hier noch die Komponenten-Library, auch Pattern-Library genannt. Diese baut in einem Designsystem auf dem Style Guide auf. Sie enthält Code-Komponenten, also HTML, CSS, JavaScript, also ist mehr so der Teil auch für die Entwicklung. Beschreibt auch, wie die UI-Komponenten nicht nur vom visuellen Design sind, sondern auch von ihrer Funktionalität, aber dazu später auch nochmal ein detaillierteres Beispiel. Genau, noch zur Übersicht ergänzen wir noch die Best Practices. Das ist auch sehr, sehr wichtig in einem Designsystem, dass man Beispiele aus umgesetzten oder geplanten Projekten auch zeigt, einfach um zu verdeutlichen, wie soll das Ganze verwendet werden, was ist die Idee dahinter, um sich auch für andere Produkte Inspiration oder Vorlagen holen zu können. Natürlich kann auch ein Designsystem viel, viel mehr enthalten, wie zum Beispiel Guidelines zum UX-Writing oder auch zur Accessibility. Nun schauen wir uns das Thema Style Guide noch ein bisschen genauer ein. Also ein Style Guide dokumentiert ja das Branding eines Unternehmens, also wie fühlt sich die Marke und das Produkt an. Natürlich auch bei den digitalen Projekten, Produkten. Hier ist jetzt ein kleiner Ausschnitt zu sehen, also ein wirklich sehr, sehr kleiner Ausschnitt aus dem Style Guide von der Dokumentation eines visuellen Designs, wo zum Beispiel kurz gezeigt wird, woher eigentlich die Grundlage des UI-Designs kommt. Also hier ist es ein Beispiel von einer App, die im Kontext mit einer Maschine verwendet wird, die auch Prinzipien der Maschine, also zum Beispiel diesen Blauton oder die orthogonalen Linien wieder aufgreift, aber auch enthält ein Style Guide die Verwendung von Farben, hier auch nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen, oder auch, dass hier jetzt zum Beispiel in diesem Kontext auch nur 4 Schriftgrößen verwendet werden dürfen. Weiter ist auch in einem Style Guide die visuelle Erscheinung, das visuelle Design von UI-Controls definiert. Hier jetzt am Beispiel eines Dropdowns in verschiedenen Zuständen zu sehen, also Enabled, Disabled, Hover Focus, also alles, was dieses UI-Control an Zuständen, an visuellen Zuständen benötigt. Ebenfalls eben, wie es geöffnet aussieht, wie es geschlossen aussieht. Diese Definition kann man im Style Guide natürlich entsprechend fortführen, um das gesamte Control eben zu beschreiben und zu dokumentieren. Jasmin, darf ich mal kurz dazwischen gehen? Weil Simon und Konstantin haben sich gemeldet. Ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall war oder ob die gerade eine konkrete Frage haben. Also gerne euch laut schalten. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Kein Problem. Das war aus Versehen. Ich bin noch an, die habt die Hand noch oben von der ganz ersten Frage mit den 3 Themen. Entschuldigung. Kein Problem. Gut, aber gerne, wenn zwischendurch Fragen sind, meldet euch, gebt Bescheid und gerne Nicole, sag auch Bescheid, weil ich gucke nicht immer auf die Seite. Genau, ich hatte es gerade schon angesprochen, also bei einem Designsystem ist es sehr, sehr wichtig, dass man das systematisch aufbaut, also wie auch der Name schon sagt, um es eben entsprechend erweitern zu können, skalieren zu können oder auch in einem Team verständlich weiterzutragen, zu erklären, weil als einzelner Designer kann man das ja gar nicht abdecken. Designsysteme für Unternehmen oder für viele Produkte auch zu gestalten. Deswegen muss es systematisch sein. Worauf wir immer zurückgreifen, ist hier der Ansatz des Atomic Design Modell nach Brad Frost. Es beruht auf der Idee, dass das Design ähnlich wie chemische Elemente aufgebaut ist. Der Vorteil besteht darin, dass die verschiedenen Elemente in einem Art Baukastensystem mehrfach auch verwendet werden können. Es besteht aus Atomen, Molekülen, Organismen, Templates und Pages. Einfach nur, um ein Beispiel zu nennen. Ein Atom beschreibt Frost zum Beispiel als ein Button oder ein Input-Field. Ein Button und ein Input-Field kann man im UI-Design dann zusammen zu einem Suchfeld beispielsweise kombinieren, was dann ein Molekül darstellen würde. Dieses Suchfeld, wenn man jetzt an eine Webseite denkt, lässt sich zum Beispiel in einem Header platzieren, um die Seite zu durchsuchen. Das wäre dann der Organismus. Dieser Header der Seite ist ein Teil eines Templates, also einer Seite. Und wenn man dann mehrere dieser Seiten zusammenfügt, hat man die Pages, also den kompletten Inhalt der Webseite.
Das ist so ein Prinzip, wo man eben die UI-Controls oder das Design danach aufbauen kann und auch strukturieren kann und so halt auch einfacher vermitteln kann. Was jetzt in diesem Modell nicht enthalten ist, sind die sogenannten Design-Tokens, also quasi noch das kleinere Element als Atome, die das Design eigentlich ausmachen, also zum Beispiel Farbe oder auch definierte Abstufungen von Abständen oder auch Schrift. Also es geht quasi inzwischen die Tendenz eher auch noch, dass man Design-Tokens definiert, um eben dieses noch kleinere Element auch noch abzudecken. Genau, dann schauen wir uns noch ein Beispiel für eine Pattern-Library an. Also während der Style Guide eher die Richtlinienanleitung für das visuelle Design ist, enthält eine Pattern-Library vordefinierte und auch wiederverwendbare UI-Komponenten und ist eher die Basis auch für die Entwicklung. Die Pattern-Library beschreibt, wie interaktive Elemente aussehen und sich verhalten. Hier ist jetzt ein Video eingebettet. Ich hoffe, es klappt, Carina, wenn du vielleicht einmal auf das Bild klickst. Genau, dann sieht man auch, wie diese Pattern-Library dann quasi auch funktioniert. Also es ist eine Website, das ist zum Beispiel aus Storybook. Man sieht jetzt hier das Dropdown, was ich kurz vorher gezeigt hatte. Und hier zu sehen ist jetzt auch, wie sich diese Dropdown entsprechend öffnen und schließen lässt. Was passiert, wenn man mit der Maus über ein Element fährt. Und das ist eben hier nochmal funktional auch beschrieben, wie diese Dropdown funktionieren soll. Mhm. Vielleicht auch noch als, vielleicht, wo wir gerade noch über die Struktur reden, auch noch als Ergänzung. Ich glaube, das ist einfach ganz gut, dass man als Basis weiß, dass man das halt Schritt für Schritt aufbaut und mit kleinen Komponenten beginnt und dann eben zu größeren Komponenten kommt. Es kann sich aber dann auch nach einer bestimmten Technologie beispielsweise richten oder auch dann das Wording da übernehmen. Ne? Also das ist jetzt nicht fix, das muss nicht das Wording jetzt sein, was auch im Atomic Design verwendet wird. Das kann sich auch an beispielsweise der verwendeten Technologie orientieren. Ich habe auch ein Beispiel, da wird zum Beispiel mit Prime React umgesetzt und da wird eher von Komponenten gesprochen beispielsweise und da sind Atome und Moleküle zusammengefasst. Und da richten wir uns beispielsweise in der Benennung nach der Technologie dann. Genau. Genau, auch noch zur Technologie. Also hier kann man auch dann sich als Entwickler den Code kopieren oder entsprechend je nach Technologie, was eben das Tool hergibt, auch eine Verknüpfung herstellen und so sicherstellen, dass quasi dieses Dropdown, egal wo es in der, in welchem Produkt auch verwendet wird, auch immer gleich aussieht. Genau, dann noch ein paar Beispiele zu Designsystemen. Es gibt einige Unternehmen, die ihre Designsysteme auch öffentlich zur Verfügung stellen. Sie betonen damit auch ihre Designaffinität und auch die Wichtigkeit für sie, dass eine einheitliche Designsprache über die Produkte des Unternehmens hinweg gelebt wird. Ich denke, das wohl bekannteste und verbreitetste ist das Google Material Design System. Es wird kontinuierlich aktualisiert und gerade auch, wenn man neu in das Thema einsteigt oder sich auch mal so eine Art der Dokumentation anschauen möchte, auch wie Controls definiert sind, wie sowas systematisch aufgebaut ist, dann ist das eine sehr gute Grundlage zum Verständnis. Wir haben hier noch ein paar weitere Beispiele dargestellt, zum Beispiel das Group UI von Volkswagen. Zeigt auch ein gutes Beispiel für eine Dokumentation mit Frontify. Das ist ein Tool zur Dokumentation von Designsystemen. Das Porsche Designsystem haben wir jetzt hier mal mit abgebildet, weil wir hier es relativ einfach fanden, wie die Versionierung gelöst ist. Das ist gerade auch immer in der Softwareentwicklung ein großes Thema, um zu prüfen, gegen welche Version entwickelt wird, was gerade der aktuelle Stand ist, weil ja nicht immer jede Umsetzung oder jede Anwendung direkt auf das neue Design gezogen wird. Und das Atlassian Design System haben wir auch noch als gutes Beispiel hier aufgeführt, weil es eben noch zusätzliche Writing Guidelines enthält, also zum Beispiel auch so zur Dokumentation von Fehlermeldungen, wie diese quasi beschrieben werden müssen. Genau, soweit zu den Einzelteilen, grundlegenden Elementen von dem Design System, also den technischen, die quasi vorhanden sein müssen, visuelle Styling und funktionale Libraries. Es gehört aber noch aus unserer Sicht weitaus mehr dazu, nämlich auch ein Team, die dieses Designsystem erstmal zum Leben erwecken, gestalten, anlegen
und dann natürlich auch am Leben erhalten. Das ist ein Prozess über viele Jahre. Es wird stetig weiterentwickelt, es kommen neue Anwendungen hinzu, neue Technologien, neue Anforderungen. Und all dieses benötigt natürlich dann auch Prozesse, die zum Beispiel diese Weiterentwicklung auch definieren. Dazu haben wir später noch ein bisschen mehr. Soweit erstmal aber zur Begriffserklärung. Und ich übergebe wieder an Carina, warum ein Designsystem überhaupt sinnvoll ist und was Vorteile und Herausforderungen sind. Danke dir. Ja, vielleicht muss ich auch gar niemanden mehr überzeugen hier. Vielleicht seid ihr auch alle schon überzeugt, dass ein Designsystem wertvoll ist und Vorteile auch für Unternehmen bringt. Ich stelle es euch trotzdem nochmal vor, warum es aus unserer Sicht durchaus Sinn macht, darüber nachzudenken. Ziel vom Designsystem ist häufig, dass wir eine Effizienzsteigerung haben. Das heißt, dass man als Designer, Designerin zusammen mit Entwicklern, Entwicklerinnen schneller und effizienter neue Produkte und Features entwickeln kann. Das heißt, man muss nicht bei jedem neuen Produkt oder bei einer Konzepterweiterung, Funktionserweiterung über die Basics nachdenken, ja, sondern es ist einfach schon definiert, wie sehen bestimmte Bereiche aus, welche Pattern haben wir, welche Grundlayouts gibt es, welche Farben werden verwendet, welche Icons, in welchem Stil haben wir. Und Ziel ist einfach, diese kleinen Entscheidungen, die man als Designer oder Entwickler treffen muss, zu minimieren, damit man sich auch größeren Themen dann mehr widmen kann und somit dann auch schneller bei Produktoptimierung und Entwicklung ist. Weiteres Ziel ist natürlich auch, eine Konsistenz zu wahren, gerade wenn wir vielleicht mit unterschiedlichen Personen an Produkten arbeiten oder auch unterschiedliche Produkte haben, die abteilungsübergreifend betreut werden. Es ist ja einmal intern auch wichtig, konsistent zu arbeiten, um eben auch schnell zu sein und auch Kosten zu sparen oder Qualität sicherstellen zu können und aber natürlich auch nach außen hin ein konsistentes Erscheinungsbild von Marke und Produkten zu gewährleisten. Und das können wir halt gut über ein Designsystem sicherstellen. Und natürlich Schnelligkeit ist ein Thema, ne? Wenn man sich eben über die kleinen Themen nicht immer wieder neu abstimmen muss, dann hat man natürlich auch, wenn man auf Komponenten zurückgreift, die schon existieren, kann man natürlich auch schneller Produkte an den Markt bringen entsprechend. Da wir hier auch eine Single Source of Truth haben und unterschiedliche Disziplinen auch beteiligt sind, soll eigentlich auch das Designsystem die Kollaboration erleichtern. Das heißt, es gibt eine Quelle, es gibt auch ein Team oder einen Verantwortlichen, Verantwortliche, die entsprechend das Thema betreuen und auch die Arbeit an dem Design entsprechend koordinieren und auch die entsprechenden Prozesse aufsetzen. Wie kommen Änderungen ins Designsystem rein? Wie kann ich vielleicht auch lernen von anderen Projektteams, wie sie mit dem Designsystem und den Komponenten und Inhalten umgegangen sind? Das heißt, Ziel ist auch hier die Kollaboration zu fördern und Insellösungen zu vermeiden. Genau, auch höhere Qualität ist ein Ziel. Das heißt, im besten Fall entstehen weniger Fehler, weil schon getestete und funktionierende Komponenten verwendet werden und nicht jeder im Prinzip nochmal für eine Anwendung die Komponenten neu entwickelt. Und wenn wir auch nur eine Quelle haben für die Komponenten, sei es von Designseite oder von Code-Seite her, dann vermeiden wir auch durch Varianten da noch entsprechend Fehler zu produzieren. Genau, und das, da gibt es natürlich unterschiedliche Nutzergruppen und wichtig ist es auch, die verschiedenen Bedürfnisse da zu adressieren. Einmal natürlich zu kommunizieren, was ist denn der Mehrwert für die Entwickler, Entwicklerinnen nach intern, ne? Also was soll hier gefördert werden und was ist vielleicht auch zu beachten? Gerade, dass es auch wichtig ist, zu kommunizieren, damit wird nicht sofort alles besser und schneller, sondern natürlich müsst ihr euch einarbeiten. Es gibt jetzt gewisse Regeln und vielleicht ändern sich auch Entscheidungsspielräume und es sind auch Abstimmungen erforderlich
mit den Verantwortlichen von dem Designsystem. Das ist vielleicht das, was neu ist, aber eben auch die positiven Seiten zu betonen, dass es ja eigentlich darum geht, besser zusammenarbeiten zu können, sich auf die eigentlichen Themen zu konzentrieren, das heißt auf die Umsetzung auch dann von den Features beispielsweise und auch sowas wie QS-Aufwand zu reduzieren, weil man eben schon erstellte Komponenten wiederverwenden kann. Ein Designsystem kann auch helfen, eben ein Designverständnis zu fördern, weil hier auch Basics dokumentiert sind, es einen Ort gibt, wo man sich eben darüber informieren kann, was eben so die Kernelemente des unternehmenseigenen Design und der digitalen Anwendung sind. Ganz wichtig ist eben auch zu sagen, das hat ja nicht nur intern für uns Vorteile, sondern das hilft uns eben auch in der Kundenbindung, in der Attraktivität, die wir ausstrahlen für Nutzerinnen und Nutzer. Im Idealfall steigern wir durch eben die Konsistenz über verschiedene Produkte hinweg das Vertrauen auch in unsere Produkte. Das Erlebnis mit den Produkten ist vorhersehbar oder vorhersagbar. Das heißt, Pattern, die in einem Produkt verwendet werden, können wir auch in anderen erwarten. Es gibt ein einheitliches Look and Feel. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Anwendungen von einer Firma habe, dann sehe ich gleich, das kommt von der Marke, das ist vielleicht auch von weiter weg erkennbar. Und ich als Unternehmen selbst präsentiere mich auch als designaffine Marke und dass wir dieses ganze Thema User Experience, UI-Design eben auch auf dem Schirm haben und hier was für unsere Nutzerinnen und Nutzer tun. Und im Idealfall gibt es dann auch weniger Fehler und Bugs, weil die globalen Komponenten weniger Spielraum lassen, eben für Fehler, da es weniger Varianten von Komponenten oder im Idealfall nur eine Variante letztendlich davon gibt. Es gibt natürlich bestimmte Herausforderungen, die wir da zu meistern haben. Wir haben hier so ein paar Zitate aufgeführt aus echten Kundenprojekten zum Thema Herausforderungen. Da gehen wir nochmal spezifischer drauf ein, eigentlich in einem zweiten Teil, den wir auch gerne zum Thema Designsysteme vermitteln. Und zwar, was eigentlich eben auch die Einführung von Designsystemen gefährden kann und wie man eben diesen Herausforderungen entgegentritt. Wichtig ist eben einfach nochmal zu schauen, welche Themen können denn da aufkommen und was ist wichtig bei der Einführung. So auf der linken Seite, da sieht man so Themen wie, ich benötige Zeit zur Einarbeitung, die ich nicht habe, oder es kam vielleicht nur ein Link zu Doku ohne weitere Erläuterung. Das heißt hier, das Thema Onboarding ist ganz wichtig beim Designsystem. Wie vermittle ich die Inhalte und die Art und Weise, wie das genutzt wird? Auf der rechten Seite sieht man, dass noch nicht kommuniziert wurde, was ein Mehrwert eigentlich ist von dem Designsystem und was es bedeutet, ein Designsystem zu nutzen und warum das auch wichtig ist, dass halt die verfügbaren Themen oder Inhalte verwendet werden. Also dass es nicht nur eine gute Inspirationsquelle ist oder ich mir einzelne Dinge herauspicke, sondern im Prinzip, dass das die Grundlage ist und ich dann auch schon abstimmen muss entsprechend mit dem Team oder den Verantwortlichen, wenn es Änderungen benötigt und das dann auch gemeinschaftlich entschieden wird. Das heißt, Vorgaben zur Verwendung sind hier auch wichtig. Beim Onboarding kann das schon vermittelt werden und auch im Designsystem entsprechend selbst. Genau. Andere Themen sind, dass wir natürlich ein Designsystem nur glaubwürdig halten können, wenn wir es weiterentwickeln. Und dafür müssen Prozesse identifiziert werden oder beziehungsweise dann auch definiert werden. Das heißt, wenn wir auch von den Inhalten her nicht abdecken können, was benötigt wird und auch nicht klar ist, wie kommen neue Komponenten da überhaupt rein, dann wird es schnell wieder Insellösungen geben, die abseits vom Designsystem passieren. Und wichtig ist eben auch, dass wir das kontinuierlich weiterentwickeln wollen und das auch kommunizieren. Das heißt, wir brauchen hier auch einen entsprechenden Feedback-Prozess, wir brauchen Ansprechpersonen und eben auch Unterstützung, um dann auch einzelne Produktteams zu unterstützen bei der Verwendung. Genau, das heißt, wir haben jetzt schon über die Unterstützung gesprochen, die vielleicht notwendig ist beim Thema Onboarding, beim Thema überhaupt Verwendung des Designsystems und auch bei dem Thema Weiterentwicklung. Und
Da haben wir das Thema Designsystem-Team. Das heißt, Ziel wäre eigentlich, dass es nicht nur eine einzige Person ist. Also es kommt immer natürlich ein bisschen auf die Größe an vom Unternehmen und auch vom Designsystem selbst, sondern dass wir ein Team haben, was auch vielleicht multidisziplinär zusammengesetzt ist. Den größeren Teil machen natürlich dann auch UX-Designer aus und auch Entwickler. Aber dann wäre es eben auch gut, wenn entsprechend aus Marketing, Unternehmenskommunikation Personen dabei sind, vielleicht auch Projektleitungen aus unterschiedlichen Projekten oder auch aus einem Pilotprojekt, woraus entsprechend das Designsystem entstanden ist. Also da einfach mal schauen, wen muss man mit einbeziehen, um eben das Designsystem weiterzuentwickeln und sich dann auch die Zustimmung abzuholen zu Änderungen und auch Aufgaben verteilen zu können. Ne? Weil bei der Pflege von dem Designsystem fallen viele Aufgaben an und es ist gut, wenn man dann Personen hat, die hier unterstützen können, bei der Weiterentwicklung. Genau, und wenn wir ein Designsystem erstellen, dann sollten wir uns auch darüber klar werden, wer soll bei uns denn eigentlich das Designsystem nutzen. Das wäre jetzt auch Richtung eines kompletten Designsystems, vielleicht auch noch mit Brand Identity, wenn wir sagen, wir haben das Marketing, die Unternehmenskommunikation, vielleicht auch in einem eigenen Bereich und dann hauptsächlich eben als primäre Nutzer Entwickler und Designer, Designerinnen. Und dann kann es aber auch noch sekundäre Nutzer geben, das heißt Personen, die einfach mal schauen wollen, wie ist denn der Stand, was haben wir denn an Vorgaben, wie wird die Marke präsentiert oder entsprechend auch, ja, sind wir hier schon CI-konform? Und das gilt es auch zu berücksichtigen, wenn wir auch einige sekundäre Nutzer haben, dann brauchen wir vielleicht eine einfachere oder leichter zugängliche Dokumentation, als wenn wir jetzt nur Designer, Designerinnen und Entwickler, Entwicklerinnen haben. Deswegen ist es hier wichtig, auch zu gucken, wen haben wir als Nutzer, für wen machen wir das und dann auch das Designsystem oder auch den Einstieg so anzulegen, dass diese Nutzergruppen sich hier wiederfinden. Dann übergebe ich an Jasmin zum Thema Toolchain. Genau. Ja, genau. Also womit wird dann überhaupt das Designsystem erstellt? Und wie Karina schon gesagt hat, hier brauchen wir eigentlich eine ganze Toolchain. Je nachdem natürlich, was der Ausgangspunkt ist, was die Anforderungen sind, kann die natürlich kleiner oder größer ausfallen. Wir haben jetzt hier mal die meisten Bereiche mit eingefasst. Wir brauchen natürlich zuallererst mal ein Tool für das UI-Design, fürs Prototyping, also um dieses Design, um die visuelle Erscheinung überhaupt erstmal aufzubauen, also wenn wir gerade von Beginn an starten. Und dafür benötigen ja UX-Designer oder auch Konzepter ein Tool. In den meisten Fällen oder in letzter Zeit häufig wird hier Figma verwendet, eben um den Designstil mit Farbe, Schrift, UI-Komponenten, UI-Pattern grundlegend aufzubauen. Figma hat sich so in den letzten Jahren eigentlich durchgesetzt. Wir kennen auch noch Projekte, wo zum Beispiel auch Sketch verwendet würde. Sketch läuft allerdings nur unter Mac, weshalb auch inzwischen die Wahl einfach oft auf Figma fällt. Genau dann für die Softwareentwickler, wie ich es schon vorher erzählt hatte, gerade um die Komponenten aufzubauen, wird ein weiteres Tool benötigt. Im Beispiel hatten wir kurz auch schon Storybook gesehen. Storybook eignet sich vor allem, um Angular, React und Webkomponenten aufzubauen. Wir haben aber auch andere Projekte, wo die Entwicklung bestehende Libraries verwendet, wie Karina vorhin schon erzählt hatte, oder auch Eigenentwicklungen nutzt, wo dann auch entsprechend nur das Styling angepasst wird. Genau, um den Stil dann entsprechend auch zu dokumentieren, wird ein Tool für die Dokumentation verwendet. Das ist jetzt hier zum Beispiel Frontify, was ja auch ein Brand-Management-Tool ist, um eben umfassend zu dokumentieren. Und dieses Dokumentationstool stellt dann auch dieses Single Source of Truth dar, also quasi der Einstiegspunkt für alle am Projekt Beteiligten, also Designer, Softwareentwickler oder auch die ganzen anderen Stakeholder, die Karina gerade vorgestellt hatte, um eben ins Designsystem einzusteigen, sich Neuerungen anzuschauen, sich über den Stand zu informieren.
Genau, hier gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Das ist immer auch abhängig davon, was sich bereits im Unternehmen etabliert hat. Wir haben zum Beispiel auch Projekte, wo Confluence genutzt wird zur Dokumentation. Genau, des Weiteren braucht man dann eben auch noch Tools zur Kommunikation und Planung. Also zum Beispiel zur Kommunikation, natürlich für Meetings, da eignet sich natürlich Teams oder auch, um schnell Fragen zu klären über einen Chat. Aber auch Tools zur Planung, zum Beispiel Jira, um quasi die neuen Anforderungen auch aus den Teams zu sammeln, zu priorisieren, einzuplanen und dann auch im Team abzuarbeiten. Soweit zur Toolchain. Dann haben wir noch einen Punkt, wann benötigen wir überhaupt ein Designsystem? Spannende Frage, die auch unsere Kunden uns stellen. Diese Frage muss man aber eigentlich etwas anders formulieren. Die Frage ist nicht, wann man ein Designsystem benötigt, sondern wie ausgeprägt das eigentlich sein muss. Also wir empfehlen eigentlich den Ansatz, ein Design systematisch aufzusetzen, immer. Die Frage ist dann eben nur, wie groß muss man es ziehen, welche Elemente aus einem Designsystem, was wir vorhin hatten, braucht man? Reicht vielleicht ein Style Guide aus? Reicht schon eine Pattern Library? Genau, also es geht hier eher um die Größe des Designsystems, als eher um die Frage, wann man eins benötigt. Genau, also für hier ist vor allem der Projektumfang auch entscheidend. Also zum Beispiel, wenn man nur eine alleinstehende Anwendung entwickelt, reicht einem vielleicht auch eine Übersicht von Farben, Schriften und auch Screen Designs für die Entwicklung aus. Oder auch wenn es ein Projekt ist, was vor allem von Entwicklerseite getrieben wird, also vielleicht auch gar nicht so sehr den Schwerpunkt auf dem visuellen Design hat, kann auch schon eine Pattern Library ausreichend sein. Genau, je nachdem, wie viele Anwendungen eben dazukommen, wie groß das Projektteam ist oder wie groß die Teams werden oder auch ob über verschiedene Technologien entwickelt wird, steigt eben die Anforderung an das Designsystem und damit wird es eben auch umfangreicher und wächst. Und ja, wie ergebe ich nochmal an Carina. Super, genau. Danke dir. Genau, und wie integrieren wir das Ganze jetzt ins Unternehmen? Da sollten wir uns auf jeden Fall auch verschiedene Prozesse anschauen, die hier relevant sind, um das Designsystem eben in die Entwicklung und Designarbeit gut zu integrieren. Und da gibt es verschiedene Prozesse, die wir uns anschauen sollten. Einmal, wie sind die Kommunikationsprozesse? Das bedeutet, wie beispielsweise kann ich neuen Input zum Designsystem geben? An wen stelle ich meine Fragen, wenn ich was im Designsystem vermisse oder mir nicht klar ist, wie ich das verwenden kann? Wie stimmen wir uns im Designsystem-Team ab? Wie betreuen wir Produktteams? Ja, was gibt es da für Formate beispielsweise? Ne? Haben wir ein wöchentliches Meeting, wo Fragen gestellt werden können? Also das alles rund um die Kommunikation sollten wir aufsetzen. Was wird dafür benötigt und an welcher Stelle? Dann das Thema Unterstützung. Das heißt, welche Unterstützungsprozesse können wir anbieten? Auch als Designsystem-Team, wenn es denn ein Team ist oder als Einzelperson. Das heißt, bieten wir irgendwie eine Sprechstunde an, bieten wir Reviews an, bieten wir ein Onboarding an und wann passiert das auch? Also im Prinzip, wer meldet sich? Ne? Also wenn im Prinzip ein neuer Entwickler anfängt beispielsweise, ne, kriegt er automatisch ein Onboarding fürs Designsystem. Wenn ein neues Produkt entwickelt werden soll, meldet sich dann der Projektleiter beispielsweise beim Designsystem-Team und sagt, hier, es wäre gut, wenn wir einen gemeinsamen Start hinlegen würden. Ne? Also das heißt, wie können wir als Designsystem-Team oder Verantwortliche hier auch die Produktteams entsprechend unterstützen? Was sind die Weiterentwicklungsprozesse? Wie wird Feedback eingereicht? Ja? Wo wird entschieden, ob das Designsystem um bestimmte Komponenten oder Inhalte erweitert wird? Ist es im Designsystem-Team, dann braucht es natürlich auch, also das wäre der ideale Punkt, dann braucht es auch entsprechende Release-Zyklen, wo wir auch dann definieren, okay, in diesem Zyklus nehmen wir Änderungen rein und wer macht das auch als Aufgabe und das dann auch entsprechend zu kommunizieren. Das gehört auch zur Kommunikation dazu, wie kommunizieren wir Updates. Thema Erfolgssicherung ist natürlich ganz wichtig, dass wir vorher auch gucken, welche Kennzahlen gehören denn vielleicht dazu, die wir regelmäßig uns anschauen sollten, um sicherzustellen, dass wir überhaupt erfolgreich sind mit der Etablierung vom Designsystem. Das können so Kennzahlen sein wie die Nutzerzahlen, vielleicht auch, also tendenziell sollten die ja entsprechend steigen
oder eben auch zu gucken, wie viel Feedback kommt denn aus den Teams. Also da kann man verschiedene Kennzahlen dann entsprechend definieren. Das Thema Qualitätssicherung ist hier auch wichtig. Also wie können wir eben auch sicherstellen, dass die Inhalte, die dann reinkommen oder die auch natürlich von den Produktteams entwickelt werden, wie können wir sicherstellen, dass sie eben auf den Grundlagen von den Designsystemen ist? Können wir beispielsweise in der Entwicklung auch Review-Zyklen mit dem Designsystem-Team beispielsweise integrieren? Genau, zur Zeitplanung, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wenn ich jetzt komplett neu ein Design aufsetzen möchte, das heißt, ich möchte nichts Vorhandenes nochmal vielleicht in Struktur bringen oder erweitern oder dokumentieren, dann eignet es sich häufig, ein Pilotprojekt zu starten mit vielleicht dem Kernprodukt, was man als Unternehmen hat. Und wenn man hier sagt, man plant ein Redesign, dann ist es ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir setzen jetzt ein Designsystem auf mit eben dem neuen Designstil, den neuen Interaction Patterns, die wir auch in dem Pilotprojekt entwickelt haben. Und wenn wir so starten, was durchaus typisch ist, auch bei Kunden von uns, dann brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Vorlauf im Pilotprojekt, weil wir hier ja auch typischerweise User Research machen, Konzeption und eben Visual Design, brauchen wir hier Vorlauf. Aber sobald wir da einen guten Stand haben, können wir anfangen eben mit der Erstellung und Dokumentation. Und dass wir so sagen würden, ja, nach einem Jahr, wenn wir ein komplettes Redesign gemacht haben, dann ist es realistisch, hier eine Version 1 von einem Designsystem zu haben. Was natürlich jetzt erstmal basiert vielleicht auf einer Anwendung. Das heißt, wir müssen dann gucken einfach, dass wir nach dieser Version 1 oder vielleicht auch schon davor gucken, welche anderen Anwendungen werden denn als nächstes eben diesen neuen Designstil einsetzen wollen und wie können wir die praktisch mit einbeziehen. Das vielleicht noch als Ausblick. Themen eben für eine erfolgreiche Einführung von einem Designsystem kann eben sein, wie etabliere ich ein Designsystem-Team? Wie definiere ich die Prozesse? Wie gewährleiste ich Onboarding und Unterstützung der Produktteams? Und wie kann ich den Erfolg eines Designsystems monitoren? Und das als kleiner Teaser, wenn ihr beispielsweise an dem Thema noch weitergehendes Interesse habt, dann meldet euch gerne. Wenn wir sehen, dass genug Interesse ist, dann gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit, hier auch nochmal ein zusätzliches Thema für ein Webinar auch aufzumachen. Gut, das ist ja fast eine Punktlandung, 18:45. Das heißt, wir haben jetzt Raum und Zeit für eure Fragen.